Hallo und herzlich willkommen, hier ist die Shelia und im heutigen Video geht es um das Thema Zielgruppe und Positionierung. Und heute sehr spezifisch möchte ich mit dir sprechen, wenn du ein Life Coach bist, der oder die mit den Themen Veränderung oder Umbruchsphasen unterwegs hat, also wenn ihr eure Leistungen darauf basierend aufgebaut habt. Denn ihr oder vielleicht du sogar hast mir geschrieben und gesagt, hey Shelia, ich begleite Menschen in Veränderungs- und Umbruchsphasen. Ich mache das leidenschaftlich gern, aber ich kriege nicht genug Kunden oder Klienten. Ich weiß nicht, wo ich noch mehr von diesen Menschen finde. Und das ist echt ein Problem. Und darüber möchte ich heute sprechen, einen Impuls geben dazu, warum das so ist und was man dagegen tun kann. Ist das ein Ding? Also lass uns einfach da einsteigen. Du findest diese Leute wahrscheinlich nicht, weil Menschen in Veränderungs- und Umbruch- und Aufbruchsphasen versammeln sich in der Regel nicht bewusst unter des Dachs ihrer Veränderung. Und häufig wissen sie nicht unbedingt, dass sie in dieser Veränderungs- oder Umbruchsphase stecken. Und weil sie nicht wissen, was sie nicht wissen, sind sie entweder gar nicht auf der Suche nach dir, so jedenfalls nicht konkret oder direkt, oder sogar wenn sie es wären, wissen sie nicht, wo sie suchen sollten oder welche Sprache sie nutzen sollten, um zum Ausdruck zu bringen, was sie benötigen. Das heißt, sie sind auch nicht nachts im Googlen geben, ich habe eine Veränderungssituation. Und ich habe gedacht, ich veranschauliche das heute anhand eines Beispiels aus meinem eigenen Leben. Ich mache mich ein bisschen verletzlich, aber ich denke, das macht nichts. Du wirst es mir nicht verzeihen. Was ist das richtige Wort? Keine Ahnung. Du wirst es annehmen können und es wird dir helfen. Deswegen teile ich das einfach mit dir. Und zwar, es gab eine Situation in meinem Leben, wo ich in meiner alten Karriere war als strategische Planerin und ich war in dem Job, in der Karriere, in dieser Branche eine ziemlich lange Zeit unglücklich. Es gab verschiedene Gründe dafür. Vieles hat mit dem Leistungsdruck zu tun. Da hat es auch zu tun damit, dass ich sehr, sehr wenig freie Zeit hatte, extrem viele Überstunden, teilweise über Wochen oder Monate keinen freien Tag. Und ich war einfach erschöpft und unglücklich. Und ich habe nicht gewusst, soll ich da raus, soll ich da bleiben? Und überhaupt, jedes Mal, wenn ich darüber nachgedacht habe, meine Situation zu verändern, habe ich sehr eng gesehen. Ich habe keine Möglichkeiten daraus gesehen. Wahrscheinlich auch wegen der Erschöpfung, aber auch wegen der engen Sicht. Und damals habe ich nicht gehört von Life-Coaching, von Persönlichkeitsentwicklung, von NLP, wie ich später erfahren habe, als ich Coach und Trainer, eine Coach und Trainer-Ausbildung gemacht habe. Und daher habe ich irgendwie insofern mein Problem versucht zu lösen, indem ich mit meinem armen Mann gesprochen habe. Und ich habe mich in den Gesprächen mit ihnen mich im Kreis gedreht. Ich habe mich als Opfer gesehen, Opfer von meinen Kunden, Opfer von meinem Chef, Opfer von meinen Kollegen, von der gesamten Situation. Ich habe mein Unglück zum Ausdruck gebracht. Ich habe viel geweint und Tag ein, Tag aus waren einfach diese ganze Problemgespräch ohne die Bereitschaft, mich da wirklich zu verändern. Dazu kamen richtig mehrere Strecken von schlaflosen Nächten, wo ich über Stunden nicht zur Ruhe gekommen bin und dann oben rein ein Metadrama, wo ich dann gedacht habe, oh Gott, wenn ich nicht schlafe, das ist schlecht, ich muss morgen hohe Leistungen bringen und das auf Dauer. Und ich habe auch da ein Riesenproblem mit der Schlaflosigkeit bekommen. Oben rein haben bei mir angefangen so Panikattacken und Angstzuständen. Und teilweise so schlimm, dass wir mitten in der Nacht zu der Notaufnahme fahren mussten, weil ich habe gedacht, ich kriege einen Herzinfarkt. Ich habe keine Luft gekriegt. Mir war wirklich sehr, sehr unwohl mit Herzrasen und so weiter. Und daher, weil mein Mann das jahrelang mit mir mitgemacht hat, war er sehr glücklich, als er eines Tages den Fernseher angeschaltet hat und dort im Fernseher in irgendeiner Sendung war ein Life Coach, um genauer zu sein, ein Entschleunigungscoach. Damals habe ich über Entschleunigung nichts gewusst, aber er hat das sehr aufmerksam zugehört, wie sie geinterviewt wurde und wie sie über ihre typische Kunden gesprochen hat.
Und sie hat gesagt, ja, meine Kunden oder Klienten haben schlaflose Nächte. Sie haben diese Angst- und Panikzustände. Sie sehen sich als Opfer ihrer Situation, haben teilweise Beziehungsschwierigkeiten mit ihrem Partner, mit Freundinnen, mit Freunden, weil sie ständig darüber reden, über lange Strecken. Und mein Mann hat gesagt, ja, das ist meine Frau. Und er ist nach dem Beitrag zu mir gekommen. Ich glaube, er hat sogar versucht, mich zu holen, schnell runter, dass ich mir das anhören kann. Aber es war zu spät. Und dann hat er wiederholt, was sie gesagt hat. Und er hat gesagt, Shelia, bitte geh dahin, hol dir Hilfe von dieser Frau. Sie scheint zu wissen, wovon sie spricht. Und sie beschreibt genau die Situation, in der du steckst. Ich glaube, das könnte für dich was sein. Und weil ich meinem Mann vertraue und auf ihn zähle, dass er mir den richtigen Rat gibt, bin ich dahin gegangen. So, hat diese Frau meine ganze Veränderungsweg vorangebracht, verändert? Nein, nicht unbedingt. Also sie war die erste Lehrerin in einer längeren Reise von Lektionen, die ich lernen musste während dieser Veränderungsprozess, während dieser Umbruchsprozess. Und sie hat durch ihr Coaching eine Bewegung eingebracht. Ich hätte nicht gewusst, dass ich sie suchen sollte. Und das ist das, was ich heute dir auf den Weg geben will, wenn du diese Themen hast oder ähnliche Themen mit deinen Kunden löst. Bei dir geht die Zielgruppenpositionierung etwas anders, insofern gerade die Positionierung oder die Expertise, weil es gar nicht so wichtig ist, ob du Entschleunigungscoach, Life-Coach, Umbruchscoach, das ist nicht entscheidend. Entscheidend ist, dass du es schaffst, deinen idealen Kunden wirklich zu verstehen, tiefgehend in ihre Problematik, in ihre Herausforderungen, das, was sie sich sehnlichst wünschen, und dass du es schaffst, ihre Sprache zu sprechen, ihre aktuelle Situation zu widerspiegeln. Und weil Menschen, die allgemein in Veränderungssituationen sind, sich nicht versammeln, kann es sein, dass du auch breiter gehen musst mit den Medien, die du wählst. Also, dass diese Coach es geschafft hat, im Fernsehen zu kommen in einem Beitrag, war sehr, sehr gut für sie. Sie hat auch Artikelmarketing gemacht, das habe ich später erfahren, weil sie musste eine größere Reichweite schaffen, um mehr Leute gleichzeitig anzusprechen, als jemand, der vielleicht ein Fachthema hat und in einer Fachzeitschrift oder in eine spezifische Plattform sich melden könnte. Das ist vielleicht auch so ein Indiz für dich. Also, das ist mein Impuls für den heutigen Tag, diese Geschichte aus meinem persönlichen Leben. Ich hoffe, du hast ein kleines Nugget, ein kleines Juwel für dich herausholen können, wenn du Life-Coach bist, und dass ein kleines bisschen mehr Klarheit hast, wie du in Zukunft über deine Angebote sprichst und was wirklich für dich als Life-Coach Positionierung bedeutet, nämlich deine Zielgruppe tief zu verstehen und wiederzugeben in ihrer Sprache. Das wird dir schon einen entscheidenden Schritt weiterbringen. Alles klar, ich verabschiede mich von wunderschönen Italien und wir sehen uns im nächsten Video. Ich freue mich drauf. Tschüss!